In diesem Video geht es um eine der geistigen Leistungen von Johannes Kepler. Johannes Kepler lebte in den Jahren 1571 bis 1630 und sah ungefähr so aus. Wer war diese Person? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Er war nämlich ein Naturphilosoph, ein Mathematiker, ein Astronom, aber auch ein Astrologe, ein Optiker und ein evangelischer Theologe. Das, was wir uns heute angucken, hat etwas mit seiner Tätigkeit als Astronom zu tun. Anfang des 17. Jahrhunderts formulierte Johannes Kepler drei nach ihm genannte Gesetze, die Gesetzmäßigkeiten bei den Planetenbewegungen um die Sonne beschreiben. Die keplerischen Gesetze stellen eine Verbesserung des heliozentrischen Systems von Kopernikus dar. Bei seinen Berechnungen verwendete Kepler die Himmelsbeobachtungen von Tycho Brahe, einem dänischen Astronom, der von 1846 bis 1601 lebte. Ende des 17. Jahrhunderts konnte Isaac Newton aus seinem Gravitationsgesetz die keplerischen Gesetze herleiten. Ich stelle mir die Geschichte gerne so vor, also hier wäre ungefähr Kopernikus, dann kam Brahe und dieser hat Himmelsbeobachtungen durchgeführt und damit Daten angeschafft. Unglaublich viele Daten, sehr lange Tabellen. Diese wurden von Kepler gelesen und studiert und dann hat er diese ausgewertet und aus diesen Daten ein mathematisches Modell hergeleitet. Dann kam Isaac Newton mit seinem Gravitationsgesetz und Newton ist es auch gelungen, die keplerischen Gesetze aus dem Gravitationsgesetz herzuleiten und damit auch die keplerischen Gesetze zu verallgemeinern. Und auch diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Spätestens seit der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein haben wir auch noch bessere Modelle, die die Planetenbewegungen beschreiben. Beim Schneiden sind mir einige Schreibfehler aufgefallen. Hier werden sie korrigiert. Nun kommen wir zu den keplerischen Gesetzen. Hier habe ich mich für die Formulierung, die ich bei Wikipedia gefunden habe, entschieden. Das erste Gesetz besagt, die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen. In einem ihrer Brennpunkte steht die Sonne. Das zweite Gesetz, ein von der Sonne zum Planeten gezogener Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleich große Flächen. Das dritte keplerische Gesetz, die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen. Das dritte keplerische Gesetz lässt sich auch in Formeln darstellen. Groß T1 zum Quadrat durch Groß T2 zum Quadrat ist gleich A1 hoch 3 geteilt durch A2 hoch 3. T1 bzw. T2 sind dabei die Umlaufzeiten des Planeten 1 bzw. des zweiten Planeten. Und A1 bzw. A2, das sind die großen Halbachsen des Planeten A1 bzw. des Planeten 2. Beim Schneiden sind mir einige Schreibfehler aufgefallen. Hier werden sie korrigiert. Wie wir sehen, können wir uns nicht über die keplerischen Gesetze unterhalten, ohne zu wissen, was Ellipsen sind. Deshalb machen wir einen kleinen mathematischen Exkurs zum Thema Ellipsen. Eine Ellipse kommt aus dem altgriechischen Wort Ellipsis und bedeutet auf Deutsch ungefähr das und bedeutet auf Deutsch Mangel und dabei handelt es sich um eine ovale Kurve. Eine Ellipse ist für einen Kreis das, was für ein Quadrat ein Rechteck ist. Wie meine ich das? Das kann ich am besten hier mit Hilfe der Software darstellen. Ich zeichne mal ein Quadrat, 4x4 Kästchen, markiere mein Quadrat und wenn ich diesen jetzt so platt drucke, bekomme ich aus dem Quadrat ein Rechteck. Und wenn ich das gleiche mit einem Kreis mache,
und diesen Kreis markiere und sozusagen auch platt drucke, bekomme ich etwas Ovales und das ist dann eine Ellipse. So, jetzt kommen wir zu den Definitionen. Fangen wir damit an, was wir schon kennen. Ein Kreis mit einem Radius R sieht so aus. Wir haben einen Mittelpunkt und Punkte, die auf dem Kreisumfang liegen, haben zu dem Mittelpunkt den Abstand R. Deshalb kann man sagen, dass die Menge aller Punkte, deren Abstand zum Kreismittelpunkt R beträgt, ein Kreis ist. Um eine Ellipse mathematisch zu beschreiben, brauchen wir zwei Brennpunkte und eine Konstante. Deshalb sprechen wir von einer Ellipse mit den Brennpunkten F1 und F2 und der Konstanten C. Jetzt kommt die Skizze. Und nun haben die Punkte, die auf dem Rand der Ellipse liegen, folgende Eigenschaft. Wenn wir eine Strecke von einem Brennpunkt bis zu diesem Punkt und von dem zweiten Brennpunkt bis zu diesem Punkt nehmen und die beiden addieren, dann ist die Summe dieser Strecke für alle Punkte auf dem Ellipsenrand gleich groß. Damit ist eine Ellipse die Menge aller Punkte, deren Summe der Abstände zu den Brennpunkten die Konstante C beträgt. Beim Schneiden sind mir einige Schreibfehler aufgefallen. Hier werden sie korrigiert. Bei einem Kreis gibt es einen interessanten Punkt, das ist der Mittelpunkt, und zwei interessante Strecken, einmal den Radius und einmal den Durchmesser. Bei einer Ellipse sieht die Sache etwas anders aus, deshalb habe ich so ein kleines Infoblatt dazu erstellt. Das Infoblatt zum Thema Ellipse. Eine Ellipse kann einen Mittelpunkt haben und die zwei schon erwähnte Brennpunkte, die beschreibe ich üblicherweise mit den Buchstaben F1 und F2. Es liegt daran, dass ein anderes Wort für den Brennpunkt Fokus ist. Dann gibt es eine Strecke, die den Mittelpunkt und den Rand der Ellipse verbindet und durch einen der Brennpunkte geht. Das wäre hier die blaue Strecke. Diese wird mit einem kleinen Buchstaben A bezeichnet und das ist die große Halbachse. Eine weitere Strecke, die in den Mittelpunkt anfängt und bis zu den Ellipsenrand geht, ist die kleine Halbachse und diese steht senkrecht zu der großen Halbachse. Die kleine Halbachse wird mit dem kleinen Buchstaben B bezeichnet. Nun kommen zwei weitere wichtige Strecken. Einmal die Strecke, die einen Brennpunkt und den nächsten Punkt auf dem Ellipsenrand verbindet. Das ist die Strecke, die ich mit dem Buchstaben D-Index 1 bezeichne. Und diese Strecke nennt sich Periapsisdistanz. Und parallel dazu eine Strecke, die den Brennpunkt und einen Punkt auf dem Ellipsenrand, der am weitesten davon entfernt ist, verbindet. Und diese Strecke wird Apoapsisdistanz genannt. Mithilfe der Periapsisdistanz und der Apoapsisdistanz kann man die sogenannte Exzentrizität einer Ellipse berechnen. Dieser wird mit dem Buchstaben Epsilon bezeichnet und wir rechnen die Apoapsisdistanz minus Periapsisdistanz geteilt durch die Summe der Periapsisdistanz und der Apoapsisdistanz. Hier kommen einige griechische Buchstaben vor und auch ein paar Begriffe, die aus dem Griechischen stammen. Deshalb machen wir einen kleinen sprachlichen Exkurs.
Das Wort Periapsis kommt aus dem Altgriechischen. Dabei bedeutet Peri sowas wie umherum und Apsis Bogen. Analog dazu Apoapsis aus dem Altgriechischen Apo, fern, und Apsis auch Bogen. Und der Buchstabe hier wird Epsilon ausgesprochen. Und nun finde ich, dass man sich das etwas besser merken kann. Peri bedeutet, dass es der Bogen, der nah an dem Brennpunkt liegt. Und der Bogen, der fern von einem Brennpunkt liegt, ist dann die Apoapsis. Damit können wir das erste keplerische Gesetz verstehen. Die Planetenbahnen sind Ellipsen und die Sonne steht in einem der Brennpunkte. Wir starten mit einer Darstellung, so wie man sie in einem Physikbuch wahrscheinlich finden würde. Die ist nämlich ziemlich überspitzt, sage ich mal. Der Grund dabei ist, wir sollen eine Ellipse direkt als eine Ellipse interpretieren. Ich beschreibe kurz, was wir hier sehen. Also hier haben wir zwei Eingabefelder. Hier kann ich den Perihel und Aphel eintragen. Perihel ist sozusagen die Periapsis-Distanz und Aphel ist die Apoapsis-Distanz. Die Begriffe Perihel und Aphel habe ich genommen, weil man diese in der Astronomie verwendet. Und im Prinzip bedeutet das Folgendes, also Hel kommt von Helios, die Sonne, Perihel ist der sonnennächste Punkt und Aphel kommt von Apo und Helios, also und damit ist das der sonnenfernste Punkt. Wenn also hier die Sonne liegt, ist der Punkt P Perihel und der Punkt A Aphel. Nun wollen wir uns drei Planetenbahnen genauer anschauen. Wir fangen mit der Erde an und die nötigen Begriffe können wir bei Wikipedia ablesen. Bei der Erde liegt der Perihel bei 0,983 und der Aphel bei 1,017. AE bedeutet eine astronomische Einheit und eine astronomische Einheit ist die große Halbachse der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Wenn wir jetzt nur den Perihel von 0,983 und Aphel von 0,017 eintragen, sehen wir, dass die eigentliche Ellipse von einem Kreis kaum zu unterscheiden ist. Um zu verdeutlichen, dass es sich dabei tatsächlich um keinen Kreis handelt, zeichne ich noch zwei zusätzliche Kreise. Und zwar einmal hier den roten Kreis. Das ist ein Kreis mit dem Radius von P bis zu dem Brennpunkt F1. Wie sehen, wir treffen den Aphel nicht ganz. Und der blaue Kreis ist ein Kreis mit dem Mittelpunkt in F1 und dem Radius, der bis zum dem Aphel verlaufen würde. Und auch da treffen wir den Punkt P nicht ganz. Also unsere Ellipse liegt irgendwo zwischen dem roten und dem blauen Kreis. Schaltet man die Kreise aber aus, ist die Ellipse von einem Kreis, zumindest für mich, kaum zu unterscheiden. Viel schlimmer wird es sein, wenn wir uns die Bahn der Venus anschauen. So, dort haben wir Perihel bei 0,718 und den Aphel bei 0,728 astronomische Einheiten. Nun tragen wir diese ein. Perihel 0,718 und Aphel 0,728 astronomische Einheiten. Und wie wir sehen, das ist im Prinzip ein Kreis. Also ich kann wieder den roten und den blauen Kreis anzeichnen. Und ab einer gewissen Liniendicke kann man die wirklich nicht voneinander unterscheiden. Und das erkennen wir auch an dieser Zahl. Hier wird die Exzentrizität berechnet. Je näher die Exzentrizität bei 0 ist, desto kreisförmiger ist die Ellipse. Und im schlimmsten Fall kann die Exzentrizität einer Ellipse bei dem Wert 1 liegen. Und das wäre sozusagen ein Strich, der den Brennpunkt mit dem Aphel verbindet. Und der Perihel würde in dem Brennpunkt liegen. Die Venus ist der Planet mit der kleinsten Exzentrizität. Und jetzt gucken wir uns den Planeten an mit der größten Exzentrizität an. Das ist der Merkur. Perihel bei 0,307 und Aphel bei 0,466 oder 0,467 runden wir auf. Also Perihel 0,307
307 und Uphill bei 0,467. Schalte die Kreise aus und zoome etwas rein. Die Umlaufbahn hat folgende Form und auch bei dieser Form finde ich es schwierig zu sehen, dass es sich dabei um eine Ellipse handelt. Es wird etwas leichter, wenn wir diesen inneren Kreis zeichnen und einmal den äußeren Kreis. Das sieht man, da kann man es vielleicht so ein bisschen erahnen. Warum zeige ich das Ganze? Ich möchte an dieser Stelle einfach verdeutlichen, was für eine Leistung von Kepler es war, so genau zu rechnen und festzustellen, dass die Umlaufbahnen keine Kreise sind. Nun kommen wir zu dem zweiten keplerischen Gesetz und wir wollen nun verstehen, was dieser Fahrstrahl und dieses Überstreichen bedeutet. Also einmal haben wir hier die Sonne und einmal einen Planeten. Diese Rolle hier übernimmt freundlicherweise die Erde und eine elliptische Bahn, die wie wir sehen oder die wie wir schon wissen, ziemlich übertrieben dargestellt ist. Der Fahrstrahl ist dabei eine Verbindungsstrecke zwischen dem Mittelpunkt des Planeten und dem Mittelpunkt der Sonne. Und jetzt werde ich gleich diese eine Animation starten und alle Punkte, die von dem Strahl berührt werden, werden blau markiert und es wird eine Fläche entstehen und das ist eine Fläche, die in dem zweiten keplerischen Gesetz interessant ist. Gucken wir uns einmal die Situation an. Und nun haben wir das Innere der Ellipse blau gefärbt und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wenn wir hier weit weg von der Sonne entfernt waren, sind wir etwas langsamer gewesen und wenn wir hier weiter weg sind, waren wir um einiges schneller. Nun lasse ich die Animation rückwärts abspielen. Und wir schauen uns die Situation aus etwas günstigeren Perspektive an. Nun wird Folgendes passieren. Wir lassen die Erde sich wieder um die Sonne bewegen und wir werden die Fähigkeit des Strahls, Flächen einzufärben, ein- und ausschalten. Dabei machen wir Folgendes. Wenn wir diesen Punkt passiert haben, lassen wir für 2 Sekunden lang den Strahl eine Fläche färben. Und das gleiche machen wir, wenn wir diesen Punkt passiert haben. Also sobald die Erde diesen Punkt erreicht, wird unser Strahl für 2 Sekunden lang eine Fläche färben. Nun gucken wir uns das an. So, die ersten 2 Sekunden sind vorbei. Und nun die zweiten 2 Sekunden. So, bei dem zweiten Durchlauf lassen wir jetzt keine Flächen färben. So, die Animation ist zu Ende. Es sind 2 Flächen entstanden. Einmal die Fläche zwischen den Punkten S1 und E1 und dem Mittelpunkt der Sonne und die Fläche zwischen den Punkten S2 und E2. Und nun besagt das zweite keplerische Gesetz, dass wenn wir die Flächen so erstellt haben, dass diese beiden Flächen die Fläche A1 und die Fläche A2 den gleichen Flächeninhalt haben. Und jetzt können wir die Magie der Videobearbeitung verwenden und das Bild ins Heft übertragen. Nun, was sagt uns das zweite keplerische Gesetz? Damit die Fläche A1 und A2 gleich groß sein können, muss natürlich der Bogen hier bei der Fläche A1 deutlich kürzer sein als der Bogen bei der Fläche A2. Und das impliziert, dass sich der Planet, wenn er fern
von der Sonne ist, sich langsamer bewegt, als wenn er sich in der Nähe der Sonne befindet. Wir können nun zwei Experimente durchführen, die es ein wenig begründen, warum das zweite Keplerische Gesetz gilt. Für das erste Experiment benötigen wir eine Spielzeugfeder, ein Klebeband und einen Tennisball und eine Kamera bzw. ein Smartphone und vorzugsweise benötigen wir eine Slow-Motion-Aufnahmefunktion. Jetzt noch kurz zu dieser Spielzeugfeder. Ich habe sie unter dem Namen Slinky bzw. Regenbogenspirale gefunden. Wir brauchen also die Feder. Den Tennisball und das Klebeband. Der ganze Aufbau ist relativ simpel. Wir befestigen mit Hilfe des Klebebands den Ball an das eine Ende der Feder. Nun wird der Ball an der Feder so eingeschwungen, dass wir eine Kreisbewegung erhalten. Doch schon nach einer kurzen Zeit weicht die Bahn der Bewegung von einer Kreisbahn deutlich ab. Um diese Abweichung besser zu verfolgen, habe ich das Video ein bisschen manipuliert. Jedes Mal, wenn sich der Ball unterhalb meiner Hand befindet, wird das Video blau eingefärbt. Bewegt sich der Ball oberhalb meiner Hand, wird die Blaufärbung weggelassen. Zusätzlich blende ich einen Screenshot von der Videobearbeitung ein. Wir sehen dort eine Zeitleiste und rechteckige Darstellung von der Videodatei. Die Rechtecke, die sich unten befinden, sind die blau gefärbten Bereiche. Dadurch ist deutlich zu erkennen, dass der Ball eine längere Zeit braucht, um sich von unten nach oben zu bewegen, als andersherum. Man kann das mit der Energieerhaltung gut erklären. Am Anfang ist die Feder ausgedehnt und ein Teil der Energie steckt in der Feder. Zieht sich die Feder wieder zusammen, so wird ein Teil dieser potenziellen Energie an die kinetische Energie weitergeleitet. Dadurch nimmt die Geschwindigkeit des Balles zu. Unterhalb meiner Hand wird die Feder wieder ausgedehnt. Ein Teil der kinetischen Energie wird dadurch in die potenzielle Energie der Feder gespeichert. Die Geschwindigkeit des Balles nimmt ab. Und für das zweite Experiment benötigen wir folgendes Material: einmal eine Springform, ein Küchenhandtuch mit einer glatten Oberfläche, eine Murmel, diverse Wäscheklammern, einen Staubsauger und auch hier eine Kamera bzw. Smartphone und auch hier vorzugsweise mit einer Slow-Motion-Aufnahmefunktion. Alles, was wir tun müssen, ist das Handtuch auf die Springform aufzuspannen und mit den Wäscheklammern zu befestigen. Wir platzieren die Springform zwischen zwei Stühle. Und setzen das Saugrohr von unten in die Mitte des Handtuchs. Nun schalten wir den Staubsauger an und das Saugrohr bleibt am Handtuch haften. Die Handtuchfläche wölbt sich sichtbar und wir können die Murmel ihre Bahn ziehen lassen. Von oben und in der Zeitlupe kann man die Bewegung etwas genauer betrachten. Und wir stellen fest, dass wenn wir uns am Rande des Handtuchs bewegen, ist die Kugel langsamer, die Bewegung um den Mittelpunkt ist deutlich schneller. Es liegt daran, dass wenn sich die Murmel weiter außen befindet, ist sie auch gleichzeitig höher. Damit wird ein Teil der Energie in die potenzielle Energie gespeichert. Bewegt sich die Murmel in die Nähe des Mittelpunktes, so wird die potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt und die Murmel wird schneller. Und genau das passiert mit Himmelskörpern, wenn sie sich um die Sonne bewegen. Sind sie von der Sonne weit entfernt, so steckt die meiste Energie in der potenziellen Energie. In der Sonnennähe wird die potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Zum Schluss kommen wir zu einer Anwendung des dritten Keplerischen Gesetzes.
Das dritte keplerische Gesetz ist auch das, was man in der Schule am meisten anwendet, weil man damit auch Dinge berechnen kann. Wir möchten nämlich die große Halbachse der Umlaufbahn des Planeten Saturn ausrechnen. Und dazu sind folgende Daten gegeben. Einmal die große Halbachse der Erde, das ist eine astronomische Einheit. Die Umlaufdauer der Erde, das ist ein Jahr. Und die Umlaufdauer des Planeten Saturn, das sind 29,5 Jahre. Zur Wiederholung, eine astronomische Einheit ist der Abstand zwischen der Erde und Sonne. Und eine astronomische Einheit ist damit 150 Millionen Kilometer bzw. 149 Milliarden 597 Millionen 870.700 Meter. An dieser Stelle würde ich noch gerne über eine Sache sprechen. Wir haben hier den Buchstaben A, der in einer doppelten Rolle vorkommt. Einmal A als ein Symbol. A steht hier für die große Halbachse. Und gleichzeitig A als eine Einheit. Und hier steht A für Anno, also ein Jahr. Gesucht ist, wie gesagt, die große Halbachse des Planeten Saturn. Und die Rechnung sieht folgend aus. Nach dem dritten keplerischen Gesetz wissen wir, dass folgende Beziehung gilt. Die Umlaufzeit der Erde zum Quadrat geteilt durch die Umlaufzeit des Planeten Saturns zum Quadrat ist gleich der großen Halbachse der Erde zur dritten Potenz geteilt durch die großen Halbachse des Planeten Saturn hoch 3. Das können wir nach A Saturn umformen und das ist dann T Saturn zum Quadrat durch T Erde zum Quadrat mal die große Halbachse der Erde hoch 3 und daraus die dritte Wurzel. Wenn wir jetzt die Zahlen einsetzen, haben wir die dritte Wurzel aus 29,5 Jahre zum Quadrat geteilt durch ein Jahr zum Quadrat mal die astronomische Einheit hoch 3 und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf 9,55 astronomische Einheiten. Beziehungsweise, wenn wir das in Kilometer umrechnen, sind das ungefähr 1,5 Milliarden Kilometer.